einen normalen Alltag in einem Schulhaus. Die Schüler rennen wie überall ins Schulzimmer. Was noch nicht selbstverständlich ist, dass auch ein Kind, das im Rollstuhl sitzt, in der Klasse voll integriert ist. Hier in Dornach, wo der Arpi einen halben Tag pro Woche in die Normalschule geht, reissen sich seine Kameraden sogar darum, ihm zu helfen. Eben miteinander und nicht nebeneinander. Der Arpi ist seit seiner Geburt zerebral gelähmt. Er kann nicht laufen und hat auch ein bisschen Mühe, seine Hände zu kontrollieren. Aber er kann blitzschnell denken. Sonst geht der Arpi zu Münchenstein in die Schule, in eine heilpädagogische Tagesschule. Der Arpi ist in seinen Bewegungsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Darum schreibt er und lehrt er auch hauptsächlich mit dem Computer. In Münchenstein wird jeder Schüler individuell betreut. Der eine kann sich nicht so schnell bewegen, der andere braucht ein bisschen mehr Zeit zum Überlegen. Basel sagt und mündet in Basel, in den Rhein. Jawohl. Schreibt die Überschrift auch farbig und auch mit Druck. Je nach Möglichkeiten schreibt das eine von Hand, das andere mit der Schreibmaschine. Oder eben wie der Arpi mit dem Computer. Auch daheim ist manches speziell auf den Arpi aus- und eingerichtet. Zum Beispiel auch der Treppenlift. Eine zerebrale Lähmung, wie sie der Arpi hat, das heisst eine Lähmung von bestimmten Hirnzellen, kann viele Gesichter haben. Beim einen bedeutet es eine Störung der Bewegungsabläufe, beim anderen hat es zusätzlich auch eine geistige Behinderung ausgelöst. Was bedeutet das für die Eltern, für den Herr und Frau Wächter? Ja, ich glaube, wir leben anders. Möglichst normal. Und wir können einfach vieles nicht, wie andere das vielleicht machen können. Schnell davor springen, schnell dies und das, unorganisiert etwas machen. Oder wie siehst du das? Ja, wir müssen unser Leben einfach organisieren. Wir müssen absprechen miteinander, wenn eines von uns etwas will unternehmen. Dann muss das andere da sein, weil das Kind ja laufen muss. Betreuung braucht und deshalb können wir wenig gemeinsam etwas unternehmen. Das ist eines der Hauptprobleme, das anders ist als bei anderen. Der Arpi ist ja auch auf dem diesjährigen Sammlungsprospekt. Warum haben Sie das wollen, dass er sich so kann auch an der Öffentlichkeit bewegen kann? Das kannst du vielleicht besser erläutern. Sicher mal, wir haben sehr viel Hilfe bekommen. Und ich glaube, es gibt sicher noch viele andere Familien, die auch behinderte Kinder haben. Und vielleicht gar nicht wissen, dass es möglich ist, solche Hilfe zu bekommen. Und wir sind angefragt worden. Und wir stehen auch dazu, wie das Kind ist. Und es kann sich auch jedermann davon bei uns überzeugen, dass es so ist. Das ist eigentlich der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen sehr gerne. Das ist schwarz. Ja, es ist schwarz. Mal schauen. Da geht's uns wieder. Nicht nur der Arpi, alle zerebral gelähmten und ihre Familien sind ihnen für ihre Unterstützung dankbar.